Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es eine weitere Folge der Hertha BSC News, denn es gibt wieder einiges rund um Hertha BSC zu besprechen. Zum einen möchte ich natürlich über den neuesten Neuzugang sprechen, denn gestern haben wir die Lizenz erhalten und heute gehen die Kaderplanungen direkt richtig los. Der nächste Neuzugang für die kommende Saison ist fix und auch bereits vorgestellt worden, darüber möchte ich ein bisschen sprechen und ich möchte ein bisschen über Duyloko Bakayo und vielleicht seinen neuen Verein sprechen. Und ich würde sagen, verlieren wir so viel Zeit, sprechen wir über die erste Thematik des Tages, denn Marius Gersbeck wurde jetzt offiziell vorgestellt. Der Transfer von Marius Gersbeck ist fix und ich freue mich sehr. Für mich ist Marius Gersbeck, das habe ich ja auch schon in den letzten Videos gesagt, ein guter bis sehr guter Zweitliga-Keeper. Ein Keeper, der bei Karlsruhe in den letzten Jahren zu einer absoluten Führungspersönlichkeit herangereift ist und vor allen Dingen immer wieder mit guten Reflexen und guten Abschlägen überzeugt. Ich finde, Marius Gersbeck ist der perfekte Zweitliga-Keeper. Ich glaube, in der vorletzten Saison bei Karlsruhe war er der beste Spieler. Ein Spieler, der immer wieder mit guten Einzelleistungen aufgefallen ist und der vor allen Dingen dort in einem wirklich guten Team eine Führungspersönlichkeit abgegeben hat. Marius Gersbeck ist vor allen Dingen für mich sinnbildlich für den Berliner Weg. Wenn ich ehrlich bin, er ist ein Spieler, der für Hertha BSC brennt, der seit der Kindheit Hertha BSC Fan ist, der auch schon bereits einmal für Hertha gespielt hat. Das war das Spiel gegen Dortmund. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder fast 10 oder 8 Jahre her und dort ein wunderbares Debüt gegeben hat. Für mich ist er ein Spieler, der nicht nur Spieler ist, sondern ein Fan ist. Einer, der das Team auch anführen kann und der vor allen Dingen uns Fans mitreißen kann. Marius Gersbeck ist für mich wirklich ein Transfer, den man machen muss. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Wir haben ihn ja damals zu Karlsruhe ziehen lassen, das ist jetzt schon wieder einige Jahre her. Aber wir haben auch damit schon bereits eine Rückkaufoption in den Vertrag integriert. Und diese Rückkaufoption haben wir jetzt gezogen, weshalb wir eine Transfersumme von 250 bis nur 300.000 Euro gezahlt haben. Das ist verdammt wenig für einen solchen sicheren Zweitligatorwart. Benjamin Weber hat es bereits gesagt, er ist einer der besten Torwerte der zweiten Liga. Und das zeigen auch nochmal die Statistiken. Gersbeck hat eine Fangquote von Bällen bei 72,1%. Er hat eine ohne Gegentorquote, das heißt Spiele, die er ohne Gegentor absolviert hat, von 25,8%. Und er hat nur pro 90 Minuten 1,35 Gegentore kassiert. Damit hat er bessere Werte als zum Beispiel ein Daniel Heuer-Fernandes oder als ein Ron-Robert Zieler von Hannover 96. Und ich finde, er lässt sich sehen. Manchmal hat er noch den ein oder anderen Schnitzer dabei. Aber in den letzten zwei Jahren ist er so über sich hinausgewachsen, dass man wirklich von einem gestandenen Zweitligaspieler sprechen kann, der auch das Potenzial noch für etwas mehr hat. Für mich ist es ein sicherer Transfer für die zweite Liga. Wir wissen, was wir kriegen. Wir wissen, dass er für den Verein brennt. Wir wissen, dass er die Fans mitreißen kann. Und dass er vor allen Dingen wenig kostet. Für einen ähnlichen Torwart, da müssten wir viel, viel mehr hinlegen. Und es ist ein schlauer und intelligenter Transfer, meiner Meinung nach. Ob er der beste Torwart der zweiten Liga ist, das ist schwer zu sagen. Bei Karlsruhe, wie gesagt, hat er ein Team, was durchaus schon eine anfällige Defensive hatte. Also manchmal hat Karlsruhe da ganz schlimme Schnitzer dabei gehabt, deswegen sind sie auch nur 9. Platz gewesen. Ich finde, er ist ein guter Torwart und sehr guter Torwart kann er durchaus noch werden. In der zweiten Liga gibt es einige andere Torwerte, die so auf ähnlichem Niveau sind. Ja, wenn ich zum Beispiel an Daniel Heuer-Fernandes denke oder zum Beispiel auch an Florian Kastenmeier von Fortuna Düsseldorf. Da sind durchaus gute Torwerte mit dabei und ich finde, mit Marius Gersbeck machen wir nichts falsch. Und nur zur Information, Karlsruhe hat auch bereits einen Ersatz verpflichtet, nämlich für Drewes, Patrick Drewes, jetzt zum Karlsruher SC wechseln. Das heißt, der Ersatz für Karlsruhe ist schon mal da. Es ist ein bisschen schade, dass wir quasi unseren Freunden den guten Torwart geklaut haben, aber in der finanziellen Lage, in der wir momentan stecken, da müssen wir Deals machen, die wirklich Sinn ergeben und dieser Deal hat Sinn ergeben. Ein Spieler, der für mich absolut ein Kämpfer ist, ein absoluter Führungskandidat auch unter anderem ist, der alles gibt, der immer alles raushaut und zudem auch noch ein guter Torwart ist. Diesen Deal muss man einfach machen, weil jetzt sind wir auf der Torwartposition wirklich sehr gut besetzt. Und da kommen wir auch direkt zur nächsten Thematik. Ja, was machen wir denn mit Oliver Christensen? Wir haben jetzt neben Marius Gersbeck Oliver Christensen, Alexander Schwolo, der kommt ja auch noch zurück, das wird auch schon mal lustig, und Jaak Ernst im Kader, die direkt um die Nummer 1 konkurrieren können. Dann haben wir noch zusätzlich quasi auch einen Goller, die wie gesagt eben auch noch eine Rolle spielen können, wenn sie sich weiterentwickeln. Jaak Ernst hat im letzten Saisonspiel gegen Wolfsburg meiner Meinung nach wirklich gezeigt, dass er das Zeug zur Nummer 1 hat. Das Spiel war überragend von Jaak Ernst. Ich finde, man sollte vielleicht ihm auch Spielpraxis gewähren, indem man ihn zum Beispiel ausleiht an irgendeinen Zweit- oder Drittligisten. Da werden sich sicherlich auch einige Vereine finden. Oliver Christensen ist für mich auf jeden Fall ein Torwart, den wir rein aus finanziellen Gründen eigentlich verkaufen müssen. Wir haben jetzt einen gewissen Mehrwert für Oliver Christensen, den wir gewinnen können. Wir haben ja damals für 3 Millionen Euro gekauft, jetzt könnten wir ihn für 4,
vielleicht, wenn wir drei Augen zudrücken, auf 5 Millionen Euro verkaufen. Und es gibt Markt für ihn. Und zwar Markt in England und eben auch noch in anderen Ausländern. Ich glaube, Italien war es. Die Bild beschreibt, dass Marius Gersbeck die Jahrstein-Rolle einnehmen, weil wir wissen, Jahrstein haben wir ja, also das war auch schon wieder, was da mit Jahrstein passiert ist, einfach nur tragisch, haben wir entlassen, man muss es mehr oder weniger so formulieren, und Marius Gersbeck soll jetzt genau in die Rolle von Rune Jahrstein schlüpfen. Ich bin ehrlich, die Bild schreibt auch noch dazu, dass es noch nicht klar ist, ob er die Nummer 1 oder die Nummer 2 wird, ob man sich zum Beispiel in einen offenen Konkurrenzkampf reingeht. Das deutet für mich mehr oder weniger darauf hin, dass vor allen Dingen der Gersbeck-Transfer ein Vorgriff darauf ist, dass wir zum Beispiel noch Christensen am Ende der Transferphase verkaufen. Für mich wirkt es nicht so, als ob wir Christensen jetzt quasi aus dem Verein rausscheuchen und jetzt sagen, los komm, du wächst jetzt dahin, sondern es gibt die Option, dass Christensen bleibt und Gersbeck die Nummer 2 wird und sich quasi beide um die Nummer 1 konkurrieren. Es gibt aber auch die Option, dass Christensen geht und dann wird Gersbeck die Nummer 1 und Jaak Ernst bleibt dann auch. Ich finde, die drei Personalien hängen so zusammen und man muss im weiteren Verlauf der Transferphase, beziehungsweise wenn sie mal langsam anfängt, schauen, was wirklich passiert. Es wird sehr interessant. Ja, Schwolo, tschüss, viel Spaß noch beim nächsten Verein. Also das ist unfassbar schade. Mit ihm wird nicht bei Hertha BSC geplant. Er hat auch eine kumulierte Gehaltssumme von 2,5 Millionen Euro. Also den möchte man unfassbar gerne abgeben. Aber wer will den bloß haben, nachdem er bei Schalke 04 erneut nicht überzeugt hat. Ja, abschließend kann ich nur sagen, ich freue mich sehr auf Marius Gersbeck und auf die Persönlichkeit, die er mit sich bringt. Er ist für mich, ja, damals war ich jetzt noch nicht so Hertha-Fan, habe das alles noch nicht so geschnallt, was Sache war. Aber wenn ich so auf die Reaktionen anderer Hertha-Fans schaue, dann sieht man vor allen Dingen auch, was Gersbeck für ein Standing in der Fanszene hat. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch solche Identifikationsfiguren und Charakterspieler bei uns im Kader haben. Was bringt uns das, wenn wir den nächsten Spieler aus der französischen dritten Liga haben, der uns überhaupt nicht weiterhilft? Da brauchen wir Spieler, die auch wirklich mit Feuer dabei sind. Und Gersbeck wird genauso einer sein. Der nächste Transfer ist damit offiziell. Es ist jetzt Neuzugang Nummer 3. Fabian Reese kommt zu uns, was übrigens ein wunderbarer Transfer werden kann. Dann kommt zu uns eben auch noch Gustav Christensen und Gersbeck ist die Nummer 3. Man merkt, die Kaderplanungen fangen jetzt wirklich erst an. Wir werden auf super vielen Positionen noch Spiele abgeben. Luke Bacchio, über den ich gleich nochmal sprechen werde, ist auch nur der Anfang. Es wird noch sehr intensiv und um in Zukunft nichts ohne die Hertha und die Bundesliga-Transfernetz und so weiter und so fort zu verpassen, abonniert ganz gerne diesen Kanal. Und jetzt spreche ich nochmal ganz kurz über Luke Bacchio und gebe dazu ein Update. Denn Sport.de hat sich auf einen Artikel von Sky bezogen und berichtet, dass ein weiterer Top-Club Interesse an Luke Bacchio hat, sondern es handelt sich dabei um Europa-League-Finalist AS Rom. Die Römer zeigen Interesse an Luke Bacchio und damit ist es ja nicht der einzelne Verein. Also wenn man mal schaut, in Italien gibt es ja schon mehrere Top-Clubs, Inter, AC Mailand, die unter anderem Interesse zeigen. Und ich hoffe, dass wir für Luke Bacchio eben auch noch eine Summe kriegen. Erstmal, der Verkauf wird sich wahrscheinlich noch ein paar Tage zögern, also ein paar viele Tage noch zögern. Das ist schwierig zu sagen, aber wir sind dringend auf dieses Geld angewiesen. Wir wissen ja, wir müssen eine Finanzierungslücke schließen, wir müssen einen Transferplus von mindestens 20 Millionen Euro erwirtschaften. Idealer wären nochmal ein paar Millionen Euro mehr, die wir zusätzlich erwirtschaften. Und es wird sehr, sehr schwer. Luke Bacchio ist dabei ein wichtiger Schlüssel. Wir müssen das Geld einnehmen und ganz ehrlich, Luke Bacchio können wir ohnehin nicht in der zweiten Liga halten. Genauso wie Toussaint. Wichtig wird es sein, aber auch diese Spieler mit guten Spielern zu ersetzen. Marco Richter könnte da zum Beispiel eine Option sein, den wir dann für Luke Bacchio einsetzen in der kommenden Saison, sodass wir auch immer noch ein konkurrenzfähiges und vor allen Dingen auch ein Team haben, was um den Aufstieg mitspielt. Reese wird da auch nur der Anfang gewesen sein. Es werden noch einige Zugänge kommen, Abgänge stehen natürlich auch bevor, aber es ist der nächste Top-Verein, der ein Luke Bacchio Interesse hat und natürlich ist es schade. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf die Karriere von Luke Bacchio bei Hertha BSC zurückblicke, muss ich sagen, dass er echt gut bei uns war. Er hat 100 Spiele für uns gemacht, 28 Tore erzielt, 18 Vorlagen gemacht. Es sind Statistiken, die hat in diesem Zeitraum kein anderer geschafft. Und das muss man eben auch mal hervorheben. Ich finde, Luke Bacchio hat immer alles gegeben, war vor allen Dingen in der Hinrunde ein absoluter Torgerant. Dann in der Zeit, wo Ijuke gefehlt hat, wurde er halt immer gedoppelt, hatte Schwierigkeiten, sich wirklich an das Spiel des Gegners anzupassen. Naja, mehr oder weniger, trotzdem schade, dass er geht. Uns wird ein wirklich guter Fußballer verlassen. Aber ich hoffe, dass dieser gute Fußballer uns noch einiges an Geld einbringen wird. Wie gesagt, die Transfersummen, die über Luke Bacchio berichtet werden, es geht von 10 bis 15 Millionen Euro und das wäre natürlich krass, aber ich glaube, das ist momentan nicht so ganz realistisch. Wir sind ja vor allen Dingen auf das Geld angewiesen. Das macht es jetzt nicht gerade attraktiv. So viel erstmal dazu. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja,
lasst gerne ein Like da und abonniert auch ganz gerne diesen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, schönen Tag euch noch und tschüss.